On a gagné, wir haben gewonnen. Es ist 20 Uhr, als in Frankreich die vorläufigen Zahlen über die Bildschirme laufen. Die Rechtsaußenpartei Rassemblement National holt mehr als 31%. Wir haben gewonnen, wir werden alles gewinnen. Der Sieg ist vor allem sein Verdienst. Jordan Bardella, Spitzenkandidat, 28 Jahre alt. Er hat der Partei ein junges, modernes Image verpasst. Die Inhalte immer noch EU-kritisch, nationalistisch und gegen Migration. Das hat funktioniert. Das ist eine klare Botschaft an Emmanuel Macron und an alle Führer Europas. Unser Land ist entschlossen und will eine Richtungsänderung in der Europäischen Union. Wir begrüßen dieses Ergebnis mit Demut und Ernsthaftigkeit und im Geiste einer enormen Verantwortung. Die Regierungspartei von Präsident Emmanuel Macron abgeschlagen. Nur noch 15%, halb so viel wie der Rassemblement National. In einer Videoansprache zieht Macron noch am Abend Konsequenzen. Ich habe entschieden, Ihnen die Entscheidung über unsere parlamentarische Zukunft durch Abstimmung zurückzugeben. Deshalb löse ich heute Abend die Nationalversammlung auf. Das bedeutet Neuwahlen. Die erste Runde soll in 3 Wochen am 30. Juni stattfinden. Bei Franzosen in Brüssel Fassungslosigkeit. Das ist eine Katastrophe für Frankreich und eine Katastrophe für die anderen europäischen Länder, für alle Arbeiter und für die Flüchtlinge. Es ist eine Rechtsradikalisierung unseres Kontinents. Es ist ein autoritäres und fremdenfeindliches Abdriften unseres Landes. Eigentlich war Macron 2017 mit dem Wahlversprechen angetreten, die Rechtspopulisten in Frankreich überflüssig zu machen. Heute, so scheint es, ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt.